Jetzt ist wieder Zeit. Live auf der Bühne haben wir heute ganz tolle Künstler und zwar einen ganz tollen Freund von mir, Julian Fieger. Und er hat sich heute noch Verstärkung mitgebracht, nämlich Lisa Bund. Und die geben uns jetzt hier musikalisch eins auf die Ohren. Viel Spaß damit. Sag mir, wie schnell vergeht schon wieder die Zeit. Ist mein Kopf zerbrochen, sind nicht mal alle Wunden verheilt. Wo sind die Jahre? Meine Welt ist so leer. Sind die Momente, wo sind die Worte? Ich erkenne sie nicht mehr. Und ich lauf über den Bordstein, die Straßen sind leer. Das Denken an dich fällt mir immer noch so schwer. Fällt mir immer noch so schwer. Ich tanz über den Asphalt, raus aus dem Regen, der Sonne entgegen. Ich tanz über den Asphalt, zu Menschen entgegen. Ich will mein Leben wieder leben. Und ich tanz über den Asphalt, über den Asphalt. Den Asphalt. Ich bring die Zeit wieder zum Stehen. Mein Kopf ist geheilt und keine Wunden mehr zu sehen. Ich sehe alle Farben und ich fühle mich so frei. In die nächste Kneipe, ja, was ist denn schon dabei? Ich tanz über den Asphalt, raus aus dem Regen, der Sonne entgegen. Ich tanz über den Asphalt, den Menschen entgegen. Ich will mein Leben wieder leben. Und ich tanz über den Asphalt, über den Asphalt, über den Asphalt, über den Asphalt. Dip, 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 super, danke schön für dieses Konzert, ganz für mich sozusagen und für alle natürlich jetzt zu Hause. Aber hier hat man eigentlich so eine ganz exklusive Sache. Das finde ich natürlich genial schön. Ja, danke, dass ihr beide heute hier seid. Setzt euch vorne an die Kante. Auf der Couch ist leider nicht genug Platz für zwei Kissen Abstand.
So. Aber wir sehen dich noch. Wir sind ja im kleinen Saal hier, da haben wir noch genug Platz und Möglichkeiten. Im großen Saal wäre es ein bisschen schwieriger. Da wird es aber noch trauriger aussehen, wenn man nämlich gar nichts mehr sieht. Leere Ränge. Schön, dass du da bist. Julian, wir kennen uns, ich glaube schon 4-5 Jahre. Du hast hier schon ein tolles Konzert. Wie lange? Also 3 Jahre müssten es jetzt, glaube ich, sein. Drei Jahre, okay, drei wunderbar. Jahre. Es ist eine lange Zeit, wo du hier schon auch das Konzert gehabt hast. Das war zum Beispiel schon mal richtig schön. Du hast dir jetzt heute auch Verstärkung mitgebracht. Ich sehe dich aber immer wieder, ich verfolge dich auch so ein bisschen, was du so auf Facebook machst, die auch als Straßenmusiker, ne? Genau. Das bist du immer noch. Immer noch, ja. Damit habe ich angefangen, damit höre ich auch wahrscheinlich nie auf, egal was passiert. Weil da ist die Resonanz von den Leuten am ehrlichsten, tatsächlich. Beim Konzert kriegst du ja nie so richtig mit, so was passiert. Und beim Straßenmusikmachen merkst du es schon an den Gesichtsausdrücken, ob es gefällt oder nicht. Die Leute bleiben stehen und sagen, ja, gefällt mir, oder sie gehen weiter, anders, wie wenn die Leute Geld bezahlen und sagen, okay, selbst wenn mir es nicht gefällt, ich habe das bezahlt, ich bleibe jetzt hier sitzen. Na, und ich hoffe, es wird noch besser. Es ist immer Geschmackssache. Beim Zaubern ist es auch nicht anders. Wenn ich als Zauberkünstler auf der Bühne bin, dann kommt ja vielleicht auch einer andere und sagt, ach scheiße, ich weiß jetzt wieder nicht, wie es geht, bin total frustriert. Das ist immer das, Straßenkunst, wenn du als Zauberer auf der Straße bist, die Leute bleiben und finden es gut oder sie finden es kacke oder es ist nicht ihr Geschmack, man muss es ja auch nicht scheiße finden und die gehen weiter. Umso schöner ist es, wenn die Leute stehen bleiben. Richtig. Und da haben wir uns auch kennengelernt tatsächlich. Das wäre die nächste Frage gewesen, genau. Kannst du das gleich dazu kann mal ich was gleich, sagen? Weil jetzt vielleicht ich ganz kurz Geld für die Leute. Hut. Genau, Hut geworfen. Ja, ich muss noch ganz kurz sagen, weil Lisa Bund, das sagen die einen oder anderen doch vielleicht nie, der kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Lisa, du warst vielleicht ganz kurz zu dir und dann könnt ihr noch die Story dazu erzählen. Du warst schon beim Supertalent 2007, wenn ich es richtig im Kopf habe. Deutschland sucht den Superstar. Entschuldigung, ich verwechsel da. Deutschland sucht den Superstar. Genau, es liegt am Moderator, dass man das gerne verwechselt. Warst du Dritte, wenn ich das richtig weiß? Ist das korrekt? Genau, 2007, Deutschland sucht den Superstar, Dritte. Dritte. Genau. Das ist schon mal, es ist eine Kunst überhaupt in den Fernsehformaten. Und das sind nicht die einfachsten Fernsehformate, überhaupt nach vorne zu kommen. Da muss man schon einiges auch über sich ergehen lassen. Man muss einiges an sich arbeiten, dass man da auch so weit kommt. Und du warst auch im Dschungelcamp, wenn ich das richtig weiß. Richtig, genau, ein Jahr später. Dann. Ein Jahr später. Ja, aber nicht, weil ich Geld gebraucht habe. Ja, das denken ja die meisten, ja, das sind jetzt wirklich die Armen. Da lief es noch super. Ja. tatsächlich einfach der Reiz war da. Und ich war schon immer so, wenn mein Vater gesagt hat, Kind, das machst du nicht, habe ich es erst recht gemacht. Und mein Vater hat gesagt, du gehst da nicht rein. Und ich habe gesagt, und ich mache das. Okay. Ja. Und hast du es bereut? Nie. Ich habe eigentlich alles, was ich gemacht habe, ob das Deutschland sucht den Superstar war, ob das Dschungelcamp war, was habe ich noch gemacht? 3 Monate Big Brother Container. Ich habe eigentlich gar nichts bereut, weil alles irgendwie eine Lebenserfahrung war, was man so als, ich sage immer, ich bin nicht mehr normal, also ich bin nicht normal, als normaler Mensch gar nicht so erleben darf. Ne? Ja, das ist spannend immer wieder. Ich sage auch, wenn man im Fernsehen mit dabei sein darf, es ist auch eine schöne Erfahrung. Hier ist es ja eine ganz andere Sache. Wir sind hier relativ locker, wir haben auch kein festes Drehbuch, wir sind einfach, wir machen das und wir haben Spaß dabei. Wir sind unter uns. Und jetzt aber genau, jetzt hätte ich natürlich gerne, und ich glaube, wir alle wollen jetzt genau wissen, wie habt ihr euch jetzt genau kennengelernt? Soll ich oder willst du? Oder? Ich kann ja anfangen. Du fängst an, ich... Meine Eltern haben in der Fußgängerzone, also in der Altstadt in Mainz, ein Socken- und Dessous-Geschäft. Und ich war meine Eltern besuchen und draußen habe ich irgendwie so eine kräftige Stimme gehört mit Gitarre und so. Dann, ich bin ja immer sehr neugierig, was so Gesänge angeht. Und da stand dann so ein junger Mann mit seiner Gitarre und hat da voll einen rausgehauen. Und dann ich dachte so, ich muss den irgendwie unterstützen, geiler Typ. Und dann habe ich dem, ich weiß gar nicht mehr, ob es 5 Euro oder 10 Euro waren, ich war sehr spendabel. Mach höher, 50, sag 50, kommt besser. Genau. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und dann, ich glaube, du hast mich dann erkannt. Du hast gesagt, hey, du bist doch die Bunte. Die Bunte. Ich erinnere mich auch an einmal, das war auch relativ am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, dass du mir auch mal Handschuhe rausgebracht hast, weil es ziemlich kalt war. Stimmt, weil es so kalt war. Es war, keine Ahnung, irgendwann im Winter, im Dezember und war ziemlich heftig. Und da warst du so wie der St. Martin quasi und hast mir Handschuhe gebracht. Ist natürlich eine schöne Geschichte, aber jetzt stellst du natürlich die Frage, zusammen seid ihr aber nicht, ne? Weil das jeder, glaube ich, ihr ich seid bin einfach gute Freunde. Ich habe auch eine Freundin. Schon wunderbar. Und trotzdem habt ihr ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis und sehr, sehr, ich finde auch bei der Musik, das harmoniert so toll zusammen zwischen euch beiden, das hat man jetzt gerade eben gemerkt. Danke.
Und was mir auch sehr gut gefällt, ist das erste Lied. Wollt ihr mir dazu noch was dazu sagen? Weil das klingt ja so, als ob man es schon kennen müsste. Nee, kennt man leider noch nicht. Wer weiß, vielleicht ändert sich das noch. Aber das ist mein Song, den ich geschrieben habe. Der ist auch tatsächlich noch gar nicht veröffentlicht. Ihr seid jetzt die Ersten, die den eigentlich wirklich gehört haben. Premiere! Juhu! Ja, das ist wirklich auch der erste Song, den ich je geschrieben habe. Also verzeiht mir, wenn da irgendwie... Nein, ich finde ihn großartig, wirklich ganz Dankeschön, ehrlich. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich habe den gehört und ich denke immer so, das muss doch irgendein Song sein, der muss so bekannt sein, weil der ist so eingängig, der ist so schön. Der ist, also wirklich, ich bin total begeistert. Ich habe ihn jetzt heute vielen auch Dank. Zum ersten Mal gehört. Auch im Duett jetzt gerade, das hat ganz viel Gefühl. Das ist eine tolle Geschichte, die erzählt wird. Das ist eigentlich alles rundum. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ihr könnt das ja alles liken. Wir koppeln das auch bestimmt noch aus der ganzen Geschichte. Und wenn ihr dann bei uns auf der Comedy Couch irgendwo was dazu schreiben wollt oder direkten Kontakt, den blenden wir sowieso gleich ein. Zum Julian und zur Lisa, dann macht das, sagt den Leuten, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ich finde es ganz großartig, dass ihr beide heute hier wart und auch mit dem Gloria Kulturpalast Projekt unterstützt habt. Vielen, vielen Dank von meiner Seite an euch. Habt ihr noch irgendwas, was ihr spontan machen könnt? Ein Song meinst du? Ja. Ja, können wir eigentlich noch machen, oder? Wunderbar. Dann kriegen wir jetzt noch einen Song von euch. Gibt es irgendwas Besonderes dazu, wo ihr gesagt habt, der muss es sein, weil? Von welchen Song wir jetzt heute gespielt haben, meinst du? Nein, oder? Ich meine jetzt, was jetzt noch so kommt. Die Zugabe. Wir haben jetzt noch gerade keine Ahnung, aber das wird gleich einfach passieren. Okay, dann sind wir jetzt ganz spontan und ich bin gespannt. Sehr gut, wir freuen uns. Wunderbar, dann gebt Gas. Sunshine where she's gone, there's no one where she's left, and ain't no sunshine where she's gone, in this house just ain't no home, anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. It's always gone too long in time. She goes away. And I know. Yeah, I'm leaving one thing alone, but ain't no sunshine where she's gone. Ain't no sunshine where she's gone. Oh, ain't no sunshine where house, in his house, she goes away. Yeah. Vielen Dank, dass wir hier sind. Super, vielen Dank, großartig. Macht's gut, ciao.